Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Und heute sind wir mal ja wieder zurück. Letzten Freitag, diesen Freitag kam keine Folge, weil ich jetzt verpennt einfach. Und das heißt, ich hau die heute vielleicht am Samstag mal raus, mal gucken. Und ich habe wieder übelst Bock eigentlich aufzunehmen, merke ich gerade so. Also jetzt gerade so. Und ich weiß nicht, ob mit der Qualität alles stimmt. Ich muss gleich nochmal gucken. Ich habe es jetzt erstmal so gelassen, weil es jetzt einfach eingestellt war. Und ich glaube, ich habe da neulich mal was dran rumgeschraubt und so. Und wir sollten uns eventuell mal einen Wegpunkt setzen. GTA Online müssten wir auch wieder aufnehmen demnächst. Und The Walking Dead kommt natürlich auch weiterhin. Das kommt alles. Ich bemühe mich, alles so gut wie es nur geht rauszuhauen. Und ich bin ja am Überlegen, ob ich GTA 5 nicht wirklich täglich mache sogar, weil eigentlich habe ich Bock drauf, aber ich merke auch, dass ich manchmal echt überhaupt keine Zeit habe zum Aufnehmen. Oh, da war ein Dings. Naja, und von daher, es ist ein Riesenspiel mit einem riesen Umfang und es werden auch einige Folgen werden, glaube ich. Deswegen muss ich da mal gucken. Oh, wir können da. Was ist denn das da? Diese Sprechblase. Oh, wer weiß. Machen wir nachher mal. Gehen jetzt erstmal hier hin. Ups. Weg da. Lol. Message for me, get off your fat ass. I see this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you. And no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. Mm. Well, you seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey, I played high school football, all right, sweetheart? All state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Ey, was? Whoa. Alter, ist die schnell. Okay, ma'am, boobs, race you to the beach. I don't know who I'm more embarrassed for. You're not exactly dressed for cardio. It's running. Excuse me? How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Yeah, if your uncle was the same age as you, you mean? Although that would explain a lot. Fuck you! Why are you Alter, ist so schnell. Angry? Alter, ist schnell. I'm not angry. I'm exercising. Alter, ist schnell. Boah. Yeah, I could have guessed you were one of those. That space is yours. Own it. Warte, ich muss mal hier. Drop dead. Alter, wie soll ich denn das schaffen? Ich habe eine Waffe in der Hand. Ups. Ich drück hier schon die Scheiße aus dem Controller raus, ganz ehrlich. Ah! Alter, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter. Nein, ich möchte nicht GTA 5 spielen. Alter. Boah, Hilfe. Alter, Alter, Alter. Ach, leck mich. Nein. Niemals. Alter, Scheiße. Ich hoffe, das funktioniert. Alter, 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 Alter. Das geht schon auf unsere Gesundheit. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck. Fuck! Ah! Aber wir schaffen das. Not too shabby, huh? You can have that one on me. I never got out of second gear. I already did it 10K today. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me. Screw you! You're lucky I'm tapering for a try. Oh, wir können speichern. Sehr schön. Bestanden! Dämonenaustreibung. Lol. Okay. Dann, ja, einfach mal mit einer verrückten alten Rennen gemacht. Das geht doch immer mal. Nöt, nöt, nöt. Ja, das kann man nehmen. Das Auto ist gut. Oh, das ist besser. Oh, das ist noch besser. Alter.
Hey. Schlaue Autos. Das könnte ich mir mal in GTA Online besorgen. Bam. So. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wir könnten noch zu Lester fahren. Fahren wir nochmal zu Lester. So. Ja, GTA 5, ne? Es ist immer, man kann zwischen den Dialogen zwar ein bisschen was sagen, aber es sind wirklich sehr, sehr viele Dialoge eingebaut, sodass man eigentlich nicht viel zum Reden kommt. Aber naja. Ich ramme euch alle weg. Nein, doch nicht. Oh, Slalom. Slalom. Wow. So. Ich dachte schon, die Hupe geht nicht. Krüppelauto. Nein. Ich habe die Ausfahrt verpasst. Warte mal, ich muss hier zurück. Ja, hört auf zu hupen. So. Bam. Oha. Hat der gerade Carglass gesagt? Alter, jetzt kommen die ganzen Missionen von GTA Online hier rein, weißt du? Was ist denn da los? Ah. Ich kann die ja gar nicht wegpusten. Ich habe noch gar keine Waffen in der Hinsicht. Von daher können wir das eigentlich auch gleich vergessen. Na gut. Alter, was hier los ist? Huch, ich habe keine Motorhaube mehr. Hilfe. Alter, Alter, Alter. Das Auto hört sich schon ein bisschen gekränkt an. Oh, 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 oh. Alter. Sieht schon ganz schön krass kaputt aus. Oh, der ein Reifen, der schleift ein bisschen. Der Reifen ist kaputt. Naja. Ist in Ordnung. Schleift er halt ein bisschen. Oh, fahren. 60 von 100. Lol. Ist das jetzt dein Ernst? Ja. Okay. Von mir aus. Ich dachte, das gibt's nicht mehr bei GTA 5, aber anscheinend schon. Okay. Einfach mal aus dem Auto rausgeflogen. Mann, war das jetzt behindert. Das war jetzt wirklich behindert. Life and Waiter, du hast deinen Gutschein für 10% Rabatt auf deine nächste Arztrechnung eingelöst. Okay. Cool. Cool. Halt, stopp, ich brauche dein Auto. Ja. Boah, scheiße, aber. Naja. Und gleich mal umgefahren. Nee, doch nicht. Alter, ist die Karre langsam. Gottes Willen. Was ist denn das für eine? Regina. Das soll eine Limousine sein, um Gottes Willen. Boah. Hilfe. Hey, das ist ein Straßenbahn. Ich muss mal die Xbox Benachrichtigung ausstellen. Das müsste ich mal machen. Mal gucken. Mach ich in der nächsten Folge dann. Huch. Nöt. Ah, hier. Hier residiert Lester. Schauen wir doch mal.
Michael, you look like a bum. Put something nice on. Ich sehe nicht aus wie ein Penner, Alter. Halt die Fresse. You're boring me, Michael. Just go change. So ein Penner. Okay. Besorgen wir uns halt was Schickes zum Anziehen, damit der Lester was zum Gucken hat. Weißt du, ey. Was ist das denn hier? Bingo-Bekleidung. Ja, das muss reichen. Das muss reichen. Voll die schnelle Karre, ey. Boah, guck dir den Geschwindigkeitsrausch an. Lol. Boah, jetzt wieder bremsen hier, Alter. Boah, und um die Kurve. Einfach nur ein Geschwindigkeitsrausch, das ist der Wahnsinn hier. Hilfe, ey. Miau. So. Hey, ich hätte gern was zum Anziehen. Hallo. Müssen wir uns Schuhe angucken. Also die Alte hört sich an, als ob sie unter Drogen wäre. Hilfe. Das sind Polohemden. Hemden. Gucken wir uns Hemden an. Schwarzes Winterhemd. Oh, I'm sorry. I thought. Was kann man denn da anziehen, um Gottes Willen? Okay, hier gibt's auch nichts sonderlich Spannendes. Alles nur Polohemden. Polohemden. Ask for other sizes, okay. Ja, nehmen wir das, komm. Und vielleicht noch ein paar ordentliche Hosen. Anscheinend nicht. Ich steige hier mal aufs Dach hier und müssen wir nochmal in einem anderen Laden vorbeischauen. Müssen nur gucken, wo. Was haben wir denn hier? Suburban. Das könnte gehen, ja. Gucken wir nochmal im Suburban. Alter, ich lasse jetzt die Karre hier stehen. Nee. Geht ja gar nicht. Was ist das da vorne? Kann man das nehmen? Ja, das könnte gehen. So, das ist doch eigentlich mal eine vernünftige Geschwindigkeit. Oh, ist ein Muscle Car. Muscle Car. Oder doch nicht, ist eine Limousine. Hört sich aber an wie Muscle Car. Naja. Alter. So. Einfach mal den Weg frei hupen. So. So, da vorne ist es schon. Wir brauchen ja eigentlich nur eine vernünftige Hose, weil sonst sehen wir ja eigentlich ganz passabel aus. Passabel, will ich mal sagen. Also nicht so, wie ich es mir wünsche, aber irgendwie habe ich jetzt auch nicht das gefunden, was ich mir wünsche. Wie viel Geld haben wir denn? Oh, so ein bisschen. Verpisst euch! Hier ist ein Suburban. Schnauze.
So, wo haben wir denn... Hier sind Hemden. Gibt's hier andere Hemden? Tatsachen. Weißes Hemd. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Kaufen wir uns halt so ein bisschen was zusammen. Ich hätte gern Hosen, keine Hemden. Gibt's hier sowas? Haben die hier Hosen? Schuhe. Ah, das sieht aus wie... Um dir Jeans anzusehen. Elegante Jeans. Ja, das kann man machen. Hier, komm. So sehen wir vernünftig aus. Suburban. Okay. Bis später. Ach, Schnauze, so. Jetzt gehen wir zurück zu Lester. Können wir eigentlich ein Taxi nehmen? Warte. Erstmal markieren hier. So. So. Bitte einmal zum Wegpunkt. La Mesa. Genau. Und wir laden, und wir laden, und wir laden, laden, laden. Boah, da müssen wir jetzt nicht den ganzen Weg zurückfahren. Nehmen wir einfach mal ein Taxi. Kann man ja auch mal machen. Und die letzte Mission machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich mal behaupten, ne? Bis dahin.